Wir tun alles, alles, aber auch alles, um 3 Punkte zu holen. Und eigentlich egal wie, aber das ist das Allerwichtigste im Moment. Es scheint ein Ruck durch den ganzen Verein HSV gegangen zu sein in der vergangenen Woche. Die 2 deutlichen Niederlagen zu Beginn der Rückrunde und das Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz haben den Verein und die Stadt aufgeweckt. Man befindet sich tatsächlich im Abstiegskampf. Um der Mannschaft ein Zeichen zu geben, sie zu unterstützen in dieser Zeit, zu zeigen, dass man hinter ihr steht, haben am vergangenen Mittwoch rund 300 Fans einen Marsch in Richtung Trainingsgelände organisiert. Eine Aktion, die dem Team für das kommende Spiel gegen Hertha BSC Berlin einen Schub geben soll. Ja, wir haben davon gehört, wussten natürlich auch nicht richtig, was passiert. Sind zum Trainingsgelände gegangen, wir haben die schon gehört. Und ich weiß nicht, ob sie dabei gewesen sind. Wir sind ein paar Mal vorbeigegangen und ich glaube, dass die Spieler das sehr inspiriert und motiviert. Mir auch. Vom Bahnhof Stelling nahe der heimischen Imtech Arena hin zum Trainingsgelände machten sie sich mit lauten Sprechchören auf. Angekommen an eben jenem tat der guten Stimmung auch kein Abbruch, dass gerade jetzt viele Akteure aus der ersten Mannschaft fehlten. Das Wetter ein bisschen besser wird, dann werden wir einmal in der Woche extra trainieren mit den jungen Spielern von meinem Kader, zusammen mit den großen Talenten aus der B- und A-Jugend und auch bei den Amateuren. Das haben wir gestern vor das erste Mal gemacht. Das hat gar nichts zu tun mit alles, was hier in letzter Zeit passiert ist. Auch der zuletzt mehrmals in die Kritik geratene Trainer Bert van Marwijk bekam seinen Applaus von den Fans. Er zeigte sich entschlossen auf der abschließenden Pressekonferenz am Donnerstag. Verbale Jobgarantien vom Vorstand wurden ausgesprochen, etwas, was den erfahrenen Holländer jedoch nicht beeinflusst. Ja, das ist immer ganz nett, wenn man das sagt. Aber das Wichtige ist, dass wir uns zusammenhalten. Und uns, das sind die Spieler, medische Abteilung, technischem Kader, alles, was hier im Trainingsländer rumläuft und auch Vorstand und auch Aufsichtsrat. Wenn wir mit einer Stimme sprechen, haben wir die meiste Chance, um hier rauszukommen. Das ist das Wichtigste. Und das bedeutet, dass man Vertrauen haben muss ineinander. Und auch in der Mannschaft hat sich in den vergangenen Tagen einiges getan. So scheint Kapitän Rafael van der Vaart, nachdem er in der vergangenen Woche seine Mitspieler eher verbal angriff, als sie aufbauen zu kritisieren, gewillt, den Bock umzustoßen. Naja, ich habe auch deutlich gemacht, dass wir natürlich in einer ganz schwierigen Situation sind, weil man kein Vertrauen hat. Und da kommt natürlich auch ein bisschen noch Angst dazu. Und das merkt man, das geht in die Knochen, habe ich auch gesagt. Ja, slechter geht niet. Keiner glaubt meer aan ons. Nur wir selber. Und nur wir können das regeln. Und ich denke, dass, und das können wir nur machen, nicht nur wegen ein schönes Fußball zu spielen, aber das Erste, um ja, zusammen das zu machen, zusammen zu kämpfen. Wieder mit an Bord wird Marcel Janssen sein. Ein Fragezeichen steht jedoch noch hinter Torwart René Adler und Stürmer Pierre-Michel Lasogga. Nichtsdestotrotz scheint der Hamburger SV mehr denn je gewillt, enger zusammenzurücken und sich langsam aus dem Tabellenkeller zu hieven.